Hallo Menschheitsfamilie und herzlich willkommen zu dieser Bauchhiaufsendung, die ich gerade machen möchte, weil die Eva Rosen gerade eben was gepostet hatte mit einer Forderung an irgendwelche Politiker, doch bitte zurückzutreten und zu gehen. Und ich hatte dann eine Antwort darauf geschrieben in der Kommentarfunktion und hatte das dann aber auch auf meiner Seite geteilt mit meiner Antwort im Post. Und Eva meinte, es sei eine gute Idee. Und ich meinte, so eine gute Idee soll man nicht sterben lassen, lass sie uns verbreiten. Und in diesem Sinne möchte ich euch das hier gerade einfach mal vorlesen, weil ich weiß, dass textbasierte Posts einfach nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich auf diese Weise dieser Idee Energie schenken möchte und zu einem Spiel einladen, das wer möchte mitspielen kann, allein oder mit anderen und einfach mal einen Strategiewechsel zu machen. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Ich teile hier mal eine Antwort auf einen Post von der bezaubernden und genervten Eva Rosen. Liebe Grüße. Weil er genau genommen nicht nur an sie gerichtet ist. Das geht eigentlich an alle, die dasselbe Problem haben und sich ihren Tag von der gegenwärtigen Situation versauen lassen. Kopf hoch, es gibt einen Ausweg. Fliegen. Fliegen, fliegen. Weißt du, was effektiver wäre, habe ich dann geschrieben, weil es in deiner Kontrolle liegt und das ist eben nicht nur bei Eva so, sondern bei uns allen. Statt von denen zu fordern, dass die gehen und damit vor allem deine Wahrnehmung verlassen, nicht wahr? Und dich dabei davon abhängig machst, zu machen, ob die das dann auch tun, in Klammern, was fraglich ist, weil wenn die das wollen würden, dann wären die ja schon längst weg. Ignoriere die einfach. Nimm sie nicht mehr ernst und am besten gar nicht mehr wahr. Damit sind sie raus aus deiner Wahrnehmung und du hast das erreicht, was die von sich aus einfach nicht machen würden. Oder was machen? Die machen es ja nicht. Ne? Rücktrittsforderungen gibt es ja schon lange, aber die machen es ja nicht. Stattdessen drängen sie sich jeden Tag weiter in unsere Hirnwindungen rein. Und das schreibe ich hier so hin, weil mir selbst mal wieder aufgefallen ist, wie viel Raum für anderes auf einmal wieder in meiner Wahrnehmung ist. Habe ich hier voll Faden verloren? Wahrnehmung ist, seit ich vor kurzem damit begonnen habe, mal wieder alles von meinem Bildschirm, vor allen Dingen rede ich gerade von Facebook, bei YouTube aber auch, alles was mit Politik zu tun hat, damit begonnen habe, mal wieder alles von meinem Bildschirm zu löschen, in Klammern Abos kann man kündigen, ohne das mit der Freundschaft zu tun, was mit diesem Mainstream-Spektakel zu tun hat. Ich kann es einfach nur wärmstens empfehlen und ich bin froh, dass die Eva das gepostet hat, was sie gepostet hat, weil das hat mich dazu verleitet, weil eigentlich war ich schon dabei zu filtern und eigentlich wäre Eva eigentlich jetzt auch, hätte ich das Abo gekündigt, um es nicht mehr mitzubekommen, aber es war ja quasi gerade genau der Knackpunkt und dann, wenn sie sagt, dass es eine gute Idee ist, ist das für mich auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer. Dann kann man ja genau an dem Punkt, wo man das erkennt, auch was ändern. So,
So, ne, ich habe also angefangen, alles wieder von meinem Bildschirm zu löschen, was mit diesem Mainstream-Spektakel zu tun hat. Ich kann es einfach nur wärmstens empfehlen. Kann ich hier auch nochmal wirklich einfach bestätigen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Mann, ist das. Ja, so wie ich das gestern im letzten Video mit den Mücken erzählt habe. In dem Moment, wo ich die Mücke wegklatsche, habe ich eine Mücke weniger um mich rum. Das ist ein Spiel. Da lasse ich mich dann nicht von den Mücken nerven. Das ist Kundschaft. Kundschaft. Entschuldigung, Kundschaft. Kundschaft. Ja, boom, muss man sich zwischendurch mal kurz um die Kundschaft kümmern. Aber dann ist man wieder da. Aber ich lasse mich doch von den Mücken nicht mehr nerven. Von denen lasse ich mir doch den Tag nicht versauen. Und die Fliegen stören mich nicht in dem Maß, in dem die hier sind. Bei Yvonne ist das ganz anders. Sie hat da Millionen von Fliegen. Da ist es eine richtige Plage. Die hat jetzt auch ein Inkarnationsreisebüro für Fliegen aufgemacht, um den karmischen Gedanken zu verfolgen und sich dafür gut bezahlen zu lassen und mit jeder toten Fliege eine nervige Fliege weniger zu haben. Und das ist im Kontext genau passend zu dem, wovon ich hier gerade rede. Weil in meiner Wahrnehmung tue ich genau das, was du noch von anderen forderst. Lauterbach weg. Baerbock und die anderen Vögel weg. Putin, Ukraine, EU, Amerika-Krieg etc. weg. Weg. Abo kündigen, wenn das, ne, Leute, ich mag, das sind wieder Leute, die ich eigentlich, die ich liebe, die ich mag, die aber, sorry, gerade in diesem Moment mit Sachen überwiegend beschäftigt, denn ich rede von überwiegend, von mal ist, also ich mache jetzt nicht bloß, weil einer mal was macht, aber Leute, die halt überwiegend solche, Entschuldigung, nehmt das bitte nicht persönlich, es seid nicht ihr, die für mich nicht interessant seid, es ist einfach das, womit ihr gerade beschäftigt seid, und das ist halt eben genau dieses Medienspektakel. Ich bin allerdings auch in der Lage, wenn ich merke, da tut sich was, sowas dann auch wieder zu ändern. Ne? Wenn ihr mehr wieder von euren Sachen postet, dann, also eigene Inhalte, nicht den Mainstream-Scheiß, dass ich euch auf dem Schirm habe und nicht deren Mist, wenn ich euch folge, dann habt ihr auch das Abo wieder. Also, wie gesagt, das ist gar nichts Persönliches, das ist eine ganz komplett rationale Sache. Klimablödsinn, Pandemie, Verschwörungen, alles, was damit zu tun hat, weg, ich will es nicht mehr wissen und weiter, weg, 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 raus aus meiner Wahrnehmung. Ne, so mit dem Sinnspruch, ihr und euer Spiel habt auf meinem Spielplatz nichts mehr verloren. Ich weiß doch, dass die uns bescheißen. Warum sollte ich denen denn also noch ein Quäntchen meiner Aufmerksamkeit schenken? Das ist wie Perlen vor Säue werfen. Du kannst deine Energie so wahnsinnig viel besser nutzen, wenn du dich statt auf die, auf dich und deine eigenen Befindlichkeiten konzentrierst und anfängst, ganz bewusst deinen Scheiß selbst zu regeln, die volle Verantwortung für dein Leben wieder ganz offiziell selbst zu übernehmen und dieses dein Leben zu leben. Und das ist für dein, das ist in höchstem Maße altruistisch, glaub es mir. Je egoistischer du da in diesem Moment mal einfach wieder bist, desto altruistischer ist das im Ganzen, weil so kommst du zu dir und so kannst du den Leuten um dich herum zeigen, wie man zu sich kommt. Also, das ist, ne, das eigene Leben gerade wieder einfach mal in den Vordergrund zu stellen. Das ist ein gesunder Egoismus, der allen hilft, wenn das wie eine Pandemie um sich greift. Man muss ja auch eine Pandemie mal irgendwie mal was Positives darstellen können. Ne? So. Aber der ganze Rest weg. Ne? So. Ich habe so zum Beispiel viel mehr Zeit, mich dafür zu interessieren, wie wir dafür sorgen können, dass wir demnächst Autos fahren können, die keinen Sprit mehr brauchen, der uns von denen abhängig macht. Oder anderen Sachen, ne, gibt genug alternative Ideen, mit denen man sich halt wegen unabhängig und autark machen kann. Das ist nicht nur eine fusselige Idee. Es gibt genug Leute, die mittlerweile voll komplett schon alles Nötige getan haben und autark sind. Für die kann eine Krise kommen, ist denen egal. Stört die nicht viel. Ne, und bin dabei im genau diesem Sinne,
meinen Garten essbar zu machen, um mich unabhängig von im Supermarkt gekauftem Essen zu machen und bastel wieder viel mehr rum und upcycle irgendwas und spiel MacGyver mit dem Krempel, der mich umgibt. Wie in einem Computerspiel, aber ist ein anderes Thema. Lass uns unseren Fokus darauf legen, statt deren doofen Quatsch uns die ganze Zeit reinzuziehen, wie wir uns und vor allem unseren Kindern die Möglichkeit geben können, uns gemeinsam dabei zu helfen, einander, wie wir uns frei bewegen, zu lernen, zu helfen, zu lernen, wie wir uns frei bewegen und entfalten können. Genau davon lenkt uns dieses ganze Macht- und Politikspektakel nämlich ständig und sehr effektiv ab. Und genau deswegen können wir uns nicht frei bewegen und entwickeln. Und deswegen müssen wir das lernen. Und das nur, weil wir es einfach nicht tun. Es ist nicht so, als könne man das nicht. Ne? Sondern unsere Aufmerksamkeit statt uns selbst und denen um uns herum immer wieder diesen Leuten zu schenken. Und uns dann wundern, dass die da was, weiß ich, was machen, was nicht in unserem Interesse ist. Das ist doch völlig unsinnig, dann die ganze Zeit weiter auf die zu zeigen, sondern ja, die sind scheiße, ja, wie scheiße ist man denn selber, wenn man Leuten hinterherläuft und deren Agenten, also denen Gehorsam schenkt, denen tut, was die vorgeben. Wenn man weiß, dass die einem Scheißen und total gaga sind und mit der Macht, die man ihnen in die Hände gibt, definitiv nichts tut, was in unserem Interesse ist. Offensichtlich ja wohl nicht. Ja, also es geht ja hier vor allen Dingen an die Leute, die verstehen, wovon wir reden und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden geben kann, der wirklich ernsthaft noch überzeugt ist davon, dass die Politik irgendetwas in unserem Interesse tut. Also, ich meine nur ausschließlich, dass die ausschließlich in unserem Interesse arbeiten. Das kann ich mir vorstellen, dass das noch irgendjemand glauben kann. Ja, Strategiewechsel wärmstens nahegelegt. Folge mir für weitere coole Lifehacks. Wenn euch das gefällt hier, dann lasst einen Daumen hoch und so und ein Abo da. Es freut mich sehr und vielleicht hat die Eva ja auch einfach mal Lust, auf dieses Video ein React-Video zu machen oder ne, das würde eben genau das, das sind die Sachen, das ist der Dünger für solche Ideen. Wenn man solche Sachen macht, dann setzt man die in die Materie, dann manifestieren die sich, da gehen die in möglichst viele Köpfe rein, weil die Videos uns eine Reichweite bieten, die wir nutzen können, um einander solche Sachen in den Kopf zu setzen, solche Flausen in den Kopf zu setzen und dann halt eben auch nicht nur darüber zu reden, sondern halt die frisch gewonnene Zeit damit zu nutzen, möglichst viel davon umzusetzen. Warum? Weil es Spaß macht. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber die Erfahrung kann halt leider nur derjenige machen, der das einfach mal tut. Und das ist ein schönes Spiel. Das ist ein Spiel, das ich gerne spiele, weil ich mich da wirklich auch frei bewegen kann. Das ist meine Welt, das ist meine Wahrnehmung. Ich kann innerhalb meiner Wahrnehmung machen, was ich will. Und das lasse ich mich auch von niemandem mehr nehmen. Und warum und wie? So, wie ich das gerade eben vorgelesen habe. Das ist genau das, was ich einfach gemacht habe, um mich von diesem Quatsch einfach schon mal zu befreien. Da gibt es bestimmt noch andere Sachen, wo ich auch noch irgendwas befreien kann. Und wenn ich darauf komme, mache ich es genauso. Verstehst du? Also es ist wirklich nicht schwer. Man muss einfach nur mal anfangen, seinen Kopf vernünftig zu benutzen. Und seinem Herz zu folgen. Der Kopf ist dazu da, um das, was das Bauchgefühl... Das hört mal einfach auf euer Bauchgefühl. Also ich meine, ne, ihr müsst ja nicht sofort anfangen, ihm strikt zu gehorchen. Ich kann euch versprechen, das dauert jahrelanges Training und dann kann man immer noch sehr viel besser drin werden, wenn man das 18 Jahre schon gemacht hat. Glaubt es mir. Das ist, aber vom ersten Tag an war das so, dass ich das gar nicht mehr anders haben wollte. Verstehst du? Ich will es nicht mehr anders haben, als auf irgendjemanden anders, als auf meinen Bauch zu hören, weil ich in 18 Jahren vor allen Dingen eine Erfahrung immer wieder gemacht habe, wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe, sondern auf den Kopf.
der irgendwas anderes erzählt hat, was man immer von außen kann, immer mit irgendwelchen Bedenken, immer, scheißegal, wenn er was anderes als der Bauch gesagt hat und ich habe auf den Bauch und ich habe auf den Kopf gehört, dann habe ich immer dafür bezahlen müssen. Das hat dann immer schmerzvolle Erfahrungen gegeben und inzwischen weiß ich einfach genau aus dem Grund, ich habe mir einfach die Finger oft genug verbrannt, um zu wissen, warum ich das nicht mehr tue. Und deswegen bin ich Bauchmensch, deswegen bin ich Bauchi, deswegen bin ich einfach jemand, der das zu seiner Religion gemacht hat, mir und meinem Bauchgefühl zu folgen. Weil das am allerbesten weiß, wie es mir gut tun kann, weil das nämlich halt auch irgendwie instinktiv zu begriffen zu haben scheint, dass ich mir keinen Gefallen damit tue, wenn ich irgendetwas tue, das auf Kosten anderer geht. Das weiß, solche Sachen weiß mein Bauchgefühl. Das drückt sich durch das Gewissen aus, das schlechte Gewissen und das gute Gewissen. Das schlechte Gewissen verbietet mir Dinge und mein gutes Gewissen erlaubt sie mir. So simpel ist das. Guckt hin, es ist so simpel. Der Bauch spricht so eine simple Sprache. Unwohl, wohl. In Verbindung mit bestimmten Gedanken. Aber wenn der Kopf die ganze Zeit da seinen Blödsinn zuballert, dann muss man sich nicht wundern, dass man da irgendwie leicht verwirrt wird. Und nicht mehr so richtig weiß, was man eigentlich noch tun soll. Dabei liegt eigentlich so, boah, es liegt so an. Das unbegrenzte Meer aller sämtlichen Möglichkeiten liegt vor uns. Aber das sehen wir garantiert nicht, wenn wir hier weiter auf uns über einen Lauterbach lustig machen, der erzählt, dass seine Entführer Experimente mit ihm machen wollten. Ich habe herzhaft gelacht gestern Abend. Ich habe wirklich herzhaft gelacht. Und dann ist mir irgendwie das Lachen wieder im Hals stecken geblieben. Und dann war dann wieder ein Abo weniger. Weil ich weiß, dass das Spiel ist, was ich gerade spielen muss, was für meinen Kopf heilsam ist. Und nicht nur für meinen Kopf, sondern mein ganzes Leben, das sich dadurch instant karma-mäßig ändert. Jede Minute, die ich mich nicht mit dem Blödsinn auseinandergesetzt habe, ist eine Minute, die Raum für etwas anderes war. Einen ganzen Tag lang, jeden Tag aufs Neue, im Hier und Jetzt. Scheiß drauf, was morgen ist. Ich habe keine Ahnung, was morgen ist. Ich weiß nie, was morgen ist. Und ich habe auch nur eine sehr, sehr enge Sichtmöglichkeit auf die Dinge, die gestern waren, da kenne ich ja auch nur meine ureigene Erfahrung drüber. Das, was ich gesehen habe, ist gestern passiert, für mich. Von dem Krempel, von dem ich nichts mitgekommen habe, weiß ich gar nichts. Also habe ich doch gar keine Ahnung, was gestern alles passiert ist. Warum soll ich mich also mit was beschäftigen, wovon ich weiß, ey, Alter, verstehst du eh nichts von, weil wenn du so viel siehst vom Ganzen, wie willst du das Ganze verstehen? Bringt mir nichts, die ganze Zeit über irgendetwas zu reden, was gestern war. Oder vorher, also nee, in der Vergangenheit. Klar, soweit. Und genauso wenig macht das Sinn, über die Zukunft groß. Also, ja, ich habe Träume und denke so, ja, und das machen wir so und das machen wir so. Aber dann ist das im direkten Bezug drauf, okay, was kann ich jetzt dafür tun, dass ich das irgendwann machen kann. Und wenn ich jetzt in diesem Moment nichts dafür tun kann, dann kann ich auf jeden Fall für irgendetwas anderes, was ich gerne erleben würde, irgendetwas tun. Irgendwas ist immer um mich rum. Irgendwas kann ich immer tun, damit es mir in Bezug auf meine Träume und das, was ich erleben will, besser geht und wir in diese Richtung, ich und me und myself, ne, da in diese Richtung hinbewegen. Ne? Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ich will ja niemandem was. Ich habe auch nichts zu verkaufen. Ich will auch nicht, mir ist halt auch scheißegal, durch wen jetzt diese Idee dann vielleicht irgendwann mal sogar viral geht. Das wäre natürlich halt was total Wünschenswertes, weil wenn sie viral geht und wir auf einmal merken, wow, das ist eine große Sache, das ist aber keine Aktion oder es hat auch nichts Politisches oder sonst irgendwas, es ist einfach was, das tun wir nicht für andere, das tun wir für uns selbst. Wir retten uns da gerade selber aus diesem Blödsinn raus. Deswegen finde ich auch diese Idee von, dass irgendein Messias kommt, der uns rettet, nicht sehr hilfreich. Wir lernen nichts, wenn irgendein Messias kommt und uns rettet. Dann haben wir immer noch nicht gelernt, wie wir aus so einer Kacke rauskommen. Und ich glaube, deswegen sind wir in dieser Kacke drin. Da haben wir uns ja schließlich auch selber einmanövriert. Wir sind ja nicht grundlos da drin. Da interessiert mich doch brennend, was ich hier jetzt gerade noch rauslernen kann, damit mir das nicht nochmal passiert, wenn ich das nicht will. Ich will nicht von irgendwem abgeholt werden oder sonst irgendwas. Dann habe ich immer noch nicht gelernt, mein Leben selbst und ja, einfach eigenverantwortlich zu leben. Genau das würden wir uns dann nehmen lassen, wenn jemand käme und deswegen kommt keiner. Es wäre euch nicht dienlich. Im Ernst, da vertraut ihr eher auf irgendwelche Aliens, die kommen und euch abholen, als euch selber. Und dann überlegt bitte mal, warum das so ist. Wegen diesem Politikspektakel. Diesem weltlichen Ding, was wo wir, also, ne? Gibt ja keinen, der das nicht kennt. Doch, es gibt sehr viele Menschen auf diesem Planeten, die ja keine Ahnung von haben. Die leben irgendwo im Amazonas und haben keine Ahnung davon. Die sind in einer völlig anderen Realität, in einer völlig anderen Wahrnehmung. Das ist aber die Wahrnehmung, wo viele von uns wieder hinwollen. Vielleicht nicht unbedingt im Amazonas, aber in dieses freie, unbedarfte Leben, dass die da leben können, weil sie noch im Einklang mit der Natur leben. So, und das rettet unser Klima und den Planeten, wenn wir alle für uns selber wieder uns anfangen dafür zu interessieren, wie man denn im Einklang mit der Natur lebt und keine CO2-Steuer oder sich irgendwie an der Straße festkleben oder was weiß ich, was da gerade so passiert. Also es und offensichtlich nichts verändert. Aber es ist logisch, dass das, wovon ich gerade die ganze Zeit rede, definitiv was verändert. Und zwar für jeden Einzelnen, der das tut, für sich. So, und dann passiert tatsächlich auf einmal was. Das ist das, was wir machen müssen. Das ist, wo wir in Aktion kommen müssen. Erstmal in unserem Kopf, nämlich erstmal zu sagen, ey, Moment mal, ich lasse mir nicht mehr vorschreiben, wie ich zu denken habe. Und es ist mir jetzt auch egal, was ihr alle davon haltet, wie ich denke. Ich denke so, wie ich denke. Und auf die Weise kann ich offen sprechen. Und muss mir nicht irgendwie überlegen, oh, das kannst du aber nicht so, oh, ich kenne das noch von früher. Ist nicht immer so gewesen. Ne? Ich habe das auch so, dass ich so, was für ein Arbeitsaufwand für meine CPU da oben drin, sich überall zu merken, wo ich was sagen darf und was nicht. Stattdessen habe ich einfach grundsätzlich auch, ich sage immer, tu, was du willst und mach es einfach so, dass da keiner Schaden dran nimmt. Das ist für mich auch beim Sprechen so. Ich habe einfach vor 18 Jahren, als mir das alles irgendwie aufgefallen ist, auch angefangen, so zu sprechen, dass ich sagen kann, was ich will, ohne dass sich dabei jemand angegriffen fühlen muss. Es gibt immer noch Leute, die das tun. Da kann ich aber nichts für. Nichts, was ich schreibe, ist geschrieben, damit sich jemand angegriffen fühlt.
So, und jetzt wird das, ich sehe hier gerade wieder die Zeit, also, aber ich wollte das gerade einfach mal ein bisschen ausführlicher beplaudern. Ne? Für die Leute, die jetzt sagen, boah, das ist wieder fast eine halbe Stunde Video, kannst du das nicht mal in 5 Minuten sagen? So, denke ich mir so, ja, kann ich. Werde ich vielleicht sogar. Aber was ist mit dir? Kannst du das? Kannst du das, worüber ich gerade so gesprochen habe, in 5 Minuten packen? Wenn ja, lass es mich wissen und sehen, schick mir den Link, werde ich weiter verbreiten. Glaub's mir, super gerne mache ich ein React-Video auf dein Video. Ne, aber auf genau die Weise bringen wir das dann ins Gespräch. Denk drüber nach. Ist deine Zeit. Time's ticking. Und wenn die dir wertvoll genug ist, dann überleg, was du mit deiner Zeit anfängst. Meine Zeit ist nicht mehr für nichts davon. Ich will es noch nicht mal mehr irgendwas davon aussprechen. Ihr habt es begriffen. Denke ich. Wenn nicht, keine Sorge. Kann sein, dass das in 3 Minuten passiert oder in 3 Wochen. Aber du checkst das auch noch. Diesen hier. Und es kommt mal nichts anderes nach diesem hier. Geil, yeah. Ne? Hier, tschüss mit F und mit Doppel-F. Und habt euch lieb, ihr seid Geschwister. Bitte erinnert euch daran.